Wir sind doch den Red Lake. In Game. Los geht's. Geht los. Maiso vs. Smash Matcher. Hä? Aber nicht der Stage. Warum nicht? Oh, Battlefield. Okay, 1-0. Für Beisel. Es war ein schnelles Game. Ich habe nicht so ganz verstanden, was er gemacht hat, aber irgendwie hat er dafür gesorgt, dass sich Splash Mage sehr oft SD'd. Also hier ziemlich gute Taktik von Beisel, muss ich sagen. Normaliger Subraum. Subraum MSR. Okay. War ultra heftig. War besser. War auch mal so heftige Cutscenen und Fight-Szenen. Einfach so zwischendurch. Dann konntest du irgendwo Char auswählen. Diese vier Leute oder so, konntest einen aussuchen. Oh, wir sind jetzt im Loser Finals. Ja, ja. Okay. Ridley ist am Stable von Splash Mage. Mal gucken, ob er jemals überhaupt die Chance bekommt, Damage zu machen, weil jetzt, wo ich drüber nachdenke, stelle ich mir das Matchup richtig, richtig schlecht vor. Richtig schlecht. Für Ridley. Das ist doch richtig, also mit Glück pifft er irgendwas, sonst grab, sonst gar nicht. Oder Beiß macht immer Self. Merk schon. Was jetzt auch da, ne? Er fliegt hier ganz schön durch die Gegend gerade. Oh, wow. Okay. Alles gecovert. Ja, das soll noch einmal der Ridley sein. Aber schon ein cooler Skin, kann man sagen. Ah. Weiß, er guckt gerade echt interessant. Wow. Oh, fast er. Richtig, macht so ein Akrobatik. Ja. Das ist neu, normalerweise macht er mal goldener Buddha. Ja genau, Ausrufezeichen Bracket könnt ihr machen. Da könnt ihr euch das Bracket angucken. Aber was ihr auch machen könnt, ist Ausrufezeichen 30. Und dann könnt ihr an einer Umfrage teilnehmen, an der ihr unbedingt teilnehmen wollt, wenn ihr zur NEZ kommt, zumindest zur NEZ 30. Weil da ist das Jubiläum und ihr könnt einfach mal gucken in der Umfrage, was da abgeht. Ja, ihr könnt euch noch was wünschen. Ganz schnell wieder in die Gold-Buddha-Statue verwandelt. Ja. Der Gold oder Boom! Einmal erstmal husten. So heftig. Mr. Psyche, komm mit Psyche, du hier normal. Ja. Natürlich, eine unfaire Kack-Psyche. Aber es macht ja überhaupt gar keinen Spaß, Leute. So überhaupt keinen Spaß. Ich glaube, noch hat er tatsächlich nicht aufgegeben, aber. Nee, noch. Kommt da noch. Ich meine, kommt da wirklich nochmal. Nee. Ridley. Spielt man da nochmal Ridley? Wenn er jetzt noch einen Stock zieht, vielleicht. Aber. Also, ich würde mir das nicht unbedingt antun. Oh. Sag ich mal so. Nee. Schon ein bisschen zu hardcore. Oh! F-Smash. Passt. Ja. Okay. Offstage. Nee. Okay. Bing. Ja. Ping Pong. Ah, Ping Pong gemacht. Ping Pong, Ping Pong, Ping Pong, Ping Pong, Ping Pong, Ping Pong, einmal so Ping Pong, Ping Pong, Ping Pong, Ping Pong. Und Bing. Ping Pong. Port. Ping Pong Port. Ort. Ping Pong Port. PPP. Retweet. TPT. Pokémon Trainer. Ja, das wird wohl, weiß nicht, ob er nochmal Ridley gehen wird. Bin mir da nicht so ganz so sicher. Nochmal Ridley. Geht noch? Oha. Der riecht Bock. Wahrscheinlich heute nicht im Darain-Fieber. Darain. Ja, ich feiere das auf jeden Fall, dass er so konsequent Ridley spielt. Ich meine, außer gegen Fulgo Elo, da hat er am Ende dann noch. Ne? Aber, ja. Ich feiere das auf jeden Fall, weil wenn du gut mit dem Char werden willst, dann musst du schon einfach im Turnier spielen. Und auch in solchen Situationen, wo du gar nicht klarkommst. Ach, ich erinnere mich noch an Cloud. Mein Cloud in Smash 4. In Essen einfach komplett versagt. Aber, weißt du, ich verliere gegen den einen mit Cloud. Ich spiele Yoshi, ich dreistock ihn. Ich spiele wieder Cloud, ich verliere nochmal. Ja, das war heftig. Ja, aber konsequent. Konsequent.
war schon ein komisches Spiel. Zwei Stocks? Ja, oh, zum Beispiel mit zwei Stocks war echt freudig. Gar nicht getroffen. Oder, was sagt ihr? Smash mit zwei Stocks? Nichts. Oder? Nee, Digga. Lieber mit vier. Und die Rage-Kacke und so alles. Okay. Musst du noch als Mario mit seiner komischen Schulter abbiegen? Einen bei Null fehlen kann? Oder Samus ja, mit seiner abbiegen ja, oder sowas? Ja, da gab es auf jeden Fall so ein paar Kandidaten, ne? Anfang, weißt du, Early Smash-Spiel. This game is trash! Ja, K9's Bruce gab's, ja. Kong Kong, so richtig auf, ja, auf Zittermodus. Ja, die beiden gegeneinander war immer ein Highlight. Okay, ja, guck mal, da kommt Mr. Side B nicht mit der Side B durch. Nee. Und das ist jetzt tatsächlich gerade ein kleiner Vorteil für Splash Mage. Guck dir das mal an. Ja, ich glaube, Beispiel ist er zu sehr auf den Kombos aus. Kann sein, ja. Dann muss er eigentlich wieder campen. Heißel hat selbst mal Ridley gespielt, ne? Ja. Nicht Metall. Was heißt Metall auf Polnisch? Auch Metall. Oh. Okay. Oh. Ja, den meine ich. Ruhig mal Spam. Ruhig mal rein Spam. Der ist schon insane, der Move. Vor allem, wenn du ihn so reversed. Auf jeden Fall, wenn jemand auf der Plattform auf der Plattform und dann von unten schön dann Upsmash von unten kommt, dann ist nicht ein-in-up. Okay, kommt hier jetzt eine weitere 64 kommt noch weitere 64. Oh. Es ist halt immer noch alles drin, so, ne? Oh, bam, bam, oh. Bam. Big, bam, badabu, oh. Big. Das ist wie alles hart fire. Oh, oh ja. Oh. Oh. Weg, ja, okay. Dose. Frisky an der Etche-Metche-Letche. Oh Gott. Alles explodiert. Da willst du nicht recovern. Nee. Die Dose, ganz klar. Die machen. Oh, Mann, abgeschossen. Hat ihn einfach erschossen. So hat ihn abgeschossen. Ich dachte, okay, jetzt muss er recovern und wahrscheinlich aggressiv auf die Stage und auf einmal kommt von hinten der Gunman, von ganz hinten. Er chillt da hinten. Da hinten chillt der Gunman. Da hinten. Und schießt. Er schießt. Was steht da? Side B. Ist so. Side B hat ihn erst in diese Situation gebracht. Ja, der Move ist schon insane. Vor allem, du machst Side B, wirst dabei getroffen, der Gegner wird davon getroffen und du machst nochmal Side B. Ja, kannst du nochmal machen, ja. Ja, das ist fies. Auch einfach ist ganz gemein. Auf dem Boden liegen lassen und dann kommt dann eine Glaube ich dir nicht. Das glaube ich dir nicht, das ist doch stimmt. Gott. Okay. 2-0. Underwater Team, Super Mario Bros. Stimmt, ich wünsche das tatsächlich, dass das ein bisschen lauter wäre. Game Sound? Ja. Oder nicht? Oder findest du nicht? Ist okay. Okay. Was sagt ihr? Ist der Game Sound gut? Ist der gut, der Game Sound? Ein bisschen leise, der Game Sound? Oder ein bisschen okay? Mhm. Das Beste an Side B ist, dass der Gegner immer an die gleiche Position fliegt, egal wie viel Prozent. Ist das richtig? Oder kann das mal jemand fact-checken? Ja, der fliegt nicht besonders viel weiter mit hohen Prozent. Ja. So ein kleiner Grad, in dem er sich bewegt. Super, Alman! Schlechtes Timing für Werbung, Dudes. Wir suchen uns das nicht aus mit der Werbung. Tatsächlich. Also ich hätte natürlich auf den Knopf drücken können. Habe ich eben. Dann haben Leute 8-mal Werbung bekommen. Aber habe ich gerade nichts gemacht, tatsächlich. Aber... Olong Johnson. Ist das random mit Werbung jetzt einfach so? Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Also ich bin ja eigentlich nicht in dem Twitch-Channel drin. Ja! Bitteschön. Schön wieder Werbung. Ey, wenn dich das mit der Werbung stört, ich kann dir was empfehlen. Der überlebt das. Oh! Oh, ich dachte tatsächlich, er walljumpt und macht so Break. Das ist zu weit. Ja, ey, wenn dir das mit der Werbung nicht gefällt, ich kann dir was empfehlen, und zwar Twitch Prime Sub. Twitch Prime Sub. Jetzt sofort, würde ich einfach sagen, direkt
Und ja, das wäre gut. So, mach's wie die OGs hier. Robert, Art 98 und Itachi Life. Ist so. Das sind die Superfans. Ist so. Oh, mehr Range. Mehr Range. Ist so. Ja, Kaya Cosmos, ich sehe da auch keine Krone hinter deinem Namen. Ich will nicht sagen. Komm mal mit dem Twitch Prime Sub, bitte. Oder mit dem Twitch Disney Plus Sub oder so. Oh. Oh. Oh, das ist wieder Prozente hier, die sich beißen und aufbauen. Kein Cent von mir. Oha, Digga. Oha. Er sagt, ich bezahle euch mit Exposure. Bunny mal. Das direkten Bann. Okay, also Last Stock Situation hier. Sieht aber immer noch ziemlich gut aus für Beißer gerade. Oh mein Gott! Unfair! Er darf ja gar nichts machen. Nee. DNL, jetzt bist du dran, DNL. Tschüss! Jetzt kommt DNL gleich, warte. Wir wissen alle, wie er gerade hochgeflogen ist. Dank der DNL, jetzt los, schreib. Ja, er hat es geschrieben. Side B billig.